August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we've fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolf's den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember,
Your contact's name is Fisher. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Wer ist diese Frau? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Weißt du, was sie hier will? Endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Verzeihung, ich dachte, Sie seien jemand anderes. Kein Problem. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Nein, mein Fehler. Schon gut. Weißt du, was sie hier will? Dieser Bereich ist gesperrt. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Ich habe Sie um Ihre Papiere gebeten. Da Sie Ihre Papiere nicht vorzeigen wollen, gehen wir nach unten zum Verhör. Zu sehen.
Essen da. Ach ja, interessant. Das war gestern, da habe ich gehört. Ja, die Akte muss unbedingt weitergeleitet werden. Ja. Ja. Sie sollten umgehend diese Berichte lesen. Doch. So, jetzt höre ich die kennt doch richtig die Man kann weißt du, ja was über Paris will? Sagen, was man will, aber ich vermisse den Heim. Der französische Widerstand hat seine nächtliche Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ach, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Sie muss ja neu sein. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Sie muss ja neu sein. Wenn wir das aufschreiben könnten. Ja. Schmidt! Schön, Sie zu sehen. Guten Morgen. Alles gut, ja? Er ist eine schöne Stadt. Erdgeschoss sind Sie. Das Treppenhaus ist nur verout. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich, der Wachmann in der Empfangshalle, meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Jedenfalls nicht die Hübschen. Ja, wären wir doch Offiziere. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Ja,
Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Das ist doch beknackt. Wieso gewinnst du immer, Johann? Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Tut mir leid, Freunde. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Wir können die Hintertreppen. Sie muss ja neu sein. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde ihm berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück.
Ich habe sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! A sauvé de nombreuses vies. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Leave now. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen.
Das ist doch lächerlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jemand wurde umgelegt. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Alle wichtigen Sicherheitskosten. Zeigen Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and grab the last charge! To get to the north gate and plant the charge. Plant the charge, I'll cover you. Just one more. Nice work. Let's head to the south gate and plant the last charge. Just one more. You can use a hand. Nice work. Let's head to the south gate and grab the last charge. Come on, Russo. We need to get to the gate. Just one more.
Let's get to that gate! Quiet. Thought you could use a hand. Just one more. Nice work. Let's head to the south gate and plant the last charge. Have to be quiet. To get to the north gate and plant the charge. Stop the charge, I'll cover you. Just one more. Nice work. Let's head to the south gate and plant the last charge. Team Daniels. Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire till they blow the gates. Get ready. All right, that's our signal. Let them have it! Go, fellas. We can't hold that garrison without us. Gotta hurry! Crash won't go down without a fight! City! Oh, I'm on the stairs! Keep low!
Harrison! Second story! Stay down! Ammo, sir. It's here, Private. Point him out, Sergeant! Rally! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Entdeckung, los! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Ich kann nicht sehen. And secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Room clear.
Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. Got the first aid kit. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate. Hey, Chris. There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. War's not done. Now, come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. T-
Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.